Guten Morgen und, Entschuldigung, und herzlich willkommen zum ersten WebSecure-Spezialwebinar zusammen mit unserem Partner GEMACOM. Warum Spezialwebinar? Aufgrund der aktuellen Lage, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, 1. Mai 2023, und den damit verbundenen Handlungsbedarf für Unternehmen im Kritisumfeld sehen wir es für dringend und auch wichtig an, ein weiteres Webinar zu dem Thema zu geben. Natürlich mit dem Ziel, Sie umfassend zu dem Thema und die Möglichkeiten, die Sie haben, zu informieren. Mein Name ist Josef Wistula und ich bin heute Ihr Host. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Aber bevor wir einsteigen, zuerst das Housekeeping. So, ich hoffe zum einen, dass Sie mich und natürlich auch meine Kollegen später gut hören und sehen können und natürlich auch die Übertragung gut sehen können. Falls es da Probleme geben sollte, dann melden Sie sich bitte kurz über das Fragenfenster und wir versuchen, die Probleme von unserer Seite aus so gut wie möglich in den Griff zu bekommen. Natürlich wollen wir Ihnen auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Die stellen Sie doch bitte über das Fragenfenster und wir werden sie am Ende der Veranstaltung oder des Webinars beantworten. Falls Fragen dabei sein sollten, die wir nicht beantworten oder nicht sofort beantworten können, dann werden wir die im Nachgang in der E-Mail beantworten. Wie gerade angesprochen, bekommen Sie natürlich im Nachgang des Webinars, das heißt im Laufe der nächsten Woche, den Link zur Aufzeichnung, die Folien und wie schon eben gesagt, die eventuell nicht beantworteten Fragen für alle, die sich zu dem Webinar angemeldet haben, per E-Mail zugesandt. Wie schon kurz angesprochen, freuen wir uns auch diesmal, dass wir unseren Partner GEMACOM, vertreten durch den Herrn Rainer Albrecht, für dieses Thema, nämlich das Kritis-Thema, wieder gewinnen konnten. Tatkräftig unterstützt wieder durch unseren Cybersecurity-Spezialisten Jürgen Reinhardt, den die meisten von Ihnen mit Sicherheit schon kennen. Beide stellen sich auch gleichsam mal selbst vor. Ich wünsche Ihnen von dieser Seite aus schon mal gute oder sehr gute Informationen und gebe nun die Bühne frei für den Rainer und dann für den Jürgen. Danke. Guten Morgen an alle. Mein Name ist Rainer Albrecht. Ich bin Geschäftsführer der GEMACOM. Wir sind heute Mitgastgeber mit WithSecure. Und zu meiner Person, nebenbei als Geschäftsführer meine Passion ist die IT-Security schon seit vielen Jahren. Und so betreibe ich auch auf unserer Webseite einen Blog, zu dem ich Sie gerne einladen möchte. Nun ein paar Worte zu GEMACOM. Wir sitzen in der Metropole Rhein-Neckar. Das ist so zwischen Heidelberg und Mannheim. Wir wurden 1992 gegründet. Unser Umsatz ist 2 Millionen Euro im Moment, Tendenz steigend, erfreulicherweise. Mitarbeiter haben wir 19. Wir sind spezialisiert in IT-Security seit 2005. Unter anderem unsere wichtigsten Partner sind WithSecure. Zu deren Portfolio möchte ich jetzt nichts sagen, da wird der Jürgen später noch dazukommen. Dann sind wir Partner von WatchGuard, das ist ein UDM-Firewall-Hersteller. Dann sind wir Barracuda-Partner, deren Spezialgebiet sind Spam Firewalls, Webfilter und Load Balancer. Und ich bin auch seit 2015 als Certified Ethical Hacker zertifiziert. Das habe ich mir nicht nehmen lassen, auch mit meinem fortgeschrittenen Alter, weil das ist meine Passion, IT-Security. Und ja, kurz und schmerzlos. Jetzt müsste ich dann an den Jürgen übergeben. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Jürgen Reinhardt. Ich bin bei WithSecure als Solution Consultant tätig und hier hauptsächlich für unser Portfolio zum Thema Managed Detection und Response.
das heißt in so einer Art Pre-Sales-Rolle und berate hier von der technischen Seite unsere Partner und Kunden bei der Umsetzung, bei der Implementierung. Zu Beginn ein paar kurze Worte zu WithSecure. Der Name ist vielleicht noch nicht allen geläufig. Wir wurden vor über 30 Jahren gegründet. Nächstes Jahr sind es 35 Jahre unter dem Namen F-Secure. Und das ist vielleicht der Name, der vielen von Ihnen geläufig ist. Wir haben uns voriges Jahr entschlossen, die beiden Firmen sozusagen abzuspalten. F-Secure macht weiterhin Antivirus für die Consumer-Schiene. Wir arbeiten hier mit sehr vielen großen weltweiten Providern zusammen, die unsere Lösung als sogenannte White-Label-Lösung verkaufen und vertreiben. Und der Business-Teil von F-Secure wurde in ein eigenes Unternehmen in WithSecure ausgelagert, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass es hier besonders wichtig ist, hier ein klares Zeichen zu setzen, weil die Bedrohungslage derart kritisch wird mittlerweile, dass man wirklich einen Fokus darauf hat und dass wir hier besser noch unsere Kunden unterstützen können. WithSecure, wie gesagt, vor 34 Jahren schon gegründet in Helsinki. Wir sind ein durch und durch europäisches Unternehmen, in der EU verhaftet, auch an der Börse in Helsinki gelistet und haben hier aber doch trotzdem eine weltweite Präsenz mit Standorten auf der ganzen Welt und aber auch Kunden, Endkunden auf der ganzen Welt. Aber es geht heute ja nicht um WithSecure als Unternehmen selber, sondern um Sie, um kritische Infrastrukturen und die Herausforderungen, die Betreiber von kritischen Infrastrukturen haben. Kurz einmal zur Ausgangslage. Es gab hier schon vor einiger Zeit, Sie haben es bestimmt auch damals in den Medien noch schon gelesen, aber ich finde es sehr, sehr spannend, darüber kurz zu berichten, weil es diese Problematik so schön aufzeigt. Gab es diesen Angriff auf das Wasserwerk in Florida, einer kleinen Kommune, wo ein Angreifer über einen nicht gesicherten Teamviewer in die Wasseraufbereitungsanlage eindringen konnte und hat dort freies Spiel dann auf dem Steuerrechner, an dem man quasi mit Hebeln die Beimengung von verschiedenen Zusatzstoffen in das Wasser regeln konnte, hat der Zugriff und hätte hier rein theoretisch sehr viel Schaden an Leib, Leben und Gesundheit der Bürger dieser Kommune ausrichten können. Und das wurde Gott sei Dank aber noch rechtzeitig vereitelt, weil man gesehen hat, dass da hier plötzlich jemand von der Ferne quasi die Maus bedient auf diesen Steuer-PC. Aber man hat gesehen, dass die Angriffe oftmals ganz überraschend kommen und es spielt auch gar keine Rolle, wie groß oder klein jemand ist. In dem Fall ist das in eine kleinere Kommune. Wenn so etwas passiert, dann hat das natürlich dramatische Auswirkungen. Ein anderer Fall von Angriffen auf die kritische Infrastruktur gab es erst voriges Jahr. Zu Beginn des Ukraine-Krieges wurden plötzlich die CASAT-Systeme attackiert. Auswirkung bei uns war, dass Tausende und Abertausende Windräder nicht mehr bedienbar waren. Sie liefen zwar weiter, haben noch weiter den Strom produziert, aber sie konnten von der Ferne nicht mehr gewartet werden, der Wartungszugang ausgefallen ist. Und der Wartungszugang war in dem Fall eine Satellitenverbindung zum CASAT-System. Und da haben sich die Angreifer im Ukraine-Krieg, man nimmt hier stark die russische Seite hier an, sich Gedanken gemacht, naja, wenn wir die Ukraine überfallen, dann wollen wir auch deren Uplinks sozusagen beschädigen, haben direkt die Kommandozentrale quasi von Viasat, der Betreiber von CASAT, attackiert über einen schlecht gesicherten VPN-Zugang und konnten hier tatsächlich die Ukraine am Anfang auch etwas überraschen. Leider Gottes Kollateralschaden, wie alle im Rest der Welt, waren genauso davon betroffen. Und da sieht man auch schon ein bisschen dieses Problem unserer Lieferketten, die sogenannten Supply Chain Attacks. Wir selber können nicht für alle Dinge sozusagen uns vorbereiten. Wir müssen einfach annehmen, dass irgendwo in der ganzen Lieferkette irgendwo einer sitzt, der Probleme hat. Und dann landen die Probleme auch irgendwann einmal vielleicht auf unserem Tisch. Also das heißt, wir müssen das schon fast annehmen, dass wir im Rahmen dieser ganzen Lieferkettenproblematik irgendwann am Ende der Lieferkette sitzen und genauso hier beeinflusst werden können. Aber trotzdem müssen wir uns darauf vorbereiten, müssen wir hier Vorkehrungen treffen, dass es uns nicht selber auch dann passiert. Und ein anderes interessantes Problem gab es auch vor einigen Jahren, und zwar Verkada. Verkada ist ein Betreiber von Video
Infrastruktur, das heißt Managed Video Überwachung, kann man dazu vielleicht auch sagen. Die haben hunderttausende Videokameras in den ganzen USA und verschiedenste Unternehmen, öffentliche Betriebe, Krankenhäuser, Schulen, Gefängnisse, überall dort wurden diese Kameras implementiert und die überwachen sozusagen diese Unternehmen. Und da steht jetzt auch Security versus Safety. Wir haben im Deutschen ja nur einen Begriff dafür, der heißt Sicherheit. Und mit Sicherheit meinen wir immer beides. Im Security im Sinne von der IT-Security und Safety im Sinne von Leben zu retten oder eben, dass niemand zu Schaden kommt im Falle von technischen Problemen einer Anlage. Und genau da haben wir jetzt dieses Spannungsfeld, dass man sieht, eigentlich will man ja hier Dinge überwachen, damit es sicher bleibt, eben zum Beispiel Gefängnis überwachen, damit da niemand ausbricht und wenn jemand ausbricht, dass ich das schnellstmöglich erkennen kann. Und gleichzeitig aber in dem Fall hat sich das jemand zunutze gemacht und konnte in das System von Verkada eindringen und alle diese Kameras übernehmen und hat hier dann doch wie ein Spion Einblick auf Hunderttausende von diesen Kameras gehabt. Und das war auch in dem Fall wiederum ein sehr, sehr simpler Angriff, weil nämlich irgendwo ein Administrator auf einem Post-it das Passwort, das Admin-Passwort, das Master-Passwort zu diesem Verkada-System auf seinen Monitor geklebt und ein Bild davon, das war offensichtlich irgendwie ein Selfie oder eine Übertragung, wurde öffentlich dann plötzlich sichtbar. Und wenn man da ein bisschen hineinzoomt, kann man dann das Passwort auch sehen. Und so konnten die Angreifer darauf zugreifen, auf dieses Verkada-System. Also gar kein eigentlicher Hack im klassischen Sinne, sondern eine Mischung aus Unachtsamkeit und vielleicht auch ein bisschen Dummheit natürlich, wenn man hier so etwas tut. Und genau aus dem Thema heraus, wo hört die IT auf und wo fängt OT dann an? Also genau der Übergang von diesen beiden Systemen, die wir ja oft gerade in der kritischen Infrastruktur ja haben, wurde schon vor einigen Jahren das sogenannte Purview-Modell entwickelt. Das heißt, es beschreibt auf mehreren Schichten, von oben angefangen, von der IT-Seite her, von den Netzwerken, von den Endgeräten, von den Servern hinunter dann sozusagen zum Perimeter, Übergang von IT zu OT, weiter zu den Steuergeräten bis runter zu den Sicherheitssystemen, also zum Beispiel irgendein Sicherheitsventil bei einem Druckkessel und ganz unten dann die eigentliche Betriebsebene, nämlich die Ventile, die Steuergeräte, die dann den eigentlichen Transport von Gas, Wasser und so weiter dann tatsächlich dann ermöglichen. Und dieses Purview-Modell hilft uns, auch wenn wir mit Kunden sprechen, eben genau diese richtigen Einordnungen zu treffen und zu finden, wo sind die entsprechenden Elemente gelagert des Kunden, die wichtig sind und wo muss man sich jetzt Gedanken darüber machen, wie man die Systeme auch entsprechend auch absichern kann. Weil wir schon über das Thema der Angriffe gesprochen haben, gibt es auch schon seit geraumer Zeit die sogenannte Cyber Kill Chain. Und ich habe das hier ein wenig simplifiziert dargestellt, wie typischerweise so ein gezielter Angriff abläuft. Dass zuerst der Angreifer einmal auskundschaftet. Das passiert laufend, das passiert immer wieder. Dagegen kann man sich auch nicht wirklich wehren. Das liegt einfach daran, dass Angreifer neugierig sind und versuchen, manchmal vielleicht auch opportunistisch einfach zufällig irgendwo drüber stolpern, über Lücken eines Unternehmens und sagen, oh, das war jetzt einfach, da könnte man weitergehen. Aber manchmal wird auch ganz gezielt gesucht, dass ich sage, es ist eine neue Schwachstelle bekannt geworden von zum Beispiel einem VPN-Gateway. Das passiert sehr, sehr häufig, dass gerade VPN-Gateways angegriffen werden. Und wenn die Hersteller von VPN-Gateways eben bekannt geben, da gibt es eine Lücke und da gibt es einen Patch dafür, liebe Kunden, bitte patch das. Das Erste, was Angreifer machen, ist genau zu schauen einmal, wo in der Welt, bei welchen Unternehmen wird genau dieses VPN-Gateway eingesetzt. Und das ist eine Information, die weiß man mittlerweile sehr gut. Es gibt hier Systeme, die permanent das Internet quasi abgrasen, nach Systemen, die nach außen ja schauen. Ein VPN-Gateway muss nach außen schauen. Das kann ich ja gar nicht verhindern. Das ist ja Sinn und Zweck dessen, was es zu tun hat.
Und genau da wissen die Angreifer schon, diese Unternehmen, ABC, die haben genau dieses VPN-Gateway. Na, schauen wir mal, ob genau diese Lücke, die der Hersteller gestern veröffentlicht hat, vielleicht hier an der Stelle noch offen ist und das entsprechende Unternehmen noch gar keine Chance hat, zu patchen. Und das tatsächlich ist dann oft das beliebteste Einfallstor in den Bereichen, dass man dann hier sehr schnell herausfindet, wie kann ich die Lücke nutzen, wie weit komme ich da und schwuppdiwupp bin ich dann auch schon im Unternehmen drinnen. Hier symbolisiert mit dem Fuß in der Tür. Und wenn einmal der Angreifer den Fuß in der Tür hat, dann geht es darum, dass er natürlich auch drinnen bleibt, dass er nicht sofort entdeckt wird. Hier verhält sich der Angreifer im Normalfall sehr unauffällig, versucht hier gar nicht viel Wirbel zu erzeugen. Also da wird noch kein Schaden passieren an der Stelle. Das ist so wie der Einbrecher, der mal versucht hat, quasi ganz, ganz harmlos die Tür aufzumachen mit einem Dietrich. Die Tür gar nicht zu zerstören oder ein Fenster einzuschlagen, wäre viel zu auffällig. Da würden die Nachbarn ja etwas davon mitbekommen. Das heißt, zuerst einmal nur ganz still und leise sich hier umschauen, um nur keinen großen Wirbel zu erzeugen. Und an der Stelle beginnt der Angreifer dann, seine Fernsteuerung einzurichten, weil er möchte ja länger hier bleiben. Er will ja nicht nur einen schnellen Deal hier quasi abgreifen, sondern will ja das in Ruhe vorbereiten. Dafür baut er die Fernsteuerung, wir nennen das Command and Control Channel auf und mit dem hat er dann dauerhaft die Verbindung ins Unternehmen hinein. Und auch hier an der Stelle oftmals noch nicht wirklich sichtbar, weil es ist ja noch kein Schaden entstanden. Das heißt, eine Firewall oder klassische Endpoint Protection wird den Angriff an der Stelle nicht erkennen können, weil ja, ist ja noch kein Schaden passiert. Er hatte bis jetzt nur Lücken ausgenutzt von legitimer Software. Als nächstes ist natürlich wichtig, dass der Angreifer Privilegien ergattert. Das heißt, bis jetzt ist er meistens ja noch mit Benutzer-Credentials unterwegs, also mit den Anmeldedaten eines normalen, einfachen Benutzers, wenn er da über ein VPN-Gateway hineingekommen ist. Da hat er nicht gleich von Anfang an ein Root-Credentials parat. Die muss er sich hier an der Stelle erst einmal ergattern. Auch da helfen ihm oftmals Lücken in den Systemen der Unternehmen, weil, sind wir uns ganz ehrlich, wir wissen das alle ganz genau, es gibt wahnsinnig viele Windows-Patches laufend, die einzuspielen wäre. Nicht immer kommt man dazu, diese Windows-Patches oder auch von anderen Applikationen, ich will jetzt nicht nur Windows hier vorgehen, alle anderen Softwareprodukte haben auch unzählige Lücken und die können nicht sofort gepatcht werden. Und genau darauf ist der Angreifer erpicht, genau diese zu finden. Und meistens gelingt es ihm da auch dann entsprechende Root-Rechte sich zu ergattern. Im nächsten Schritt geht es dann darum, dass er eine sogenannte Seitwärtsbewegung macht. Weil dort, wo er jetzt gerade ist, ich sage jetzt einmal auf einem PC eines Mitarbeiters vielleicht, wird er jetzt nicht wahnsinnig weit vorankommen und wird jetzt nicht die großen Möglichkeiten hier haben, seine Gaunereien durchzuziehen. Er will ja in das Herzstück des Unternehmens. Er will dorthin, wo es richtig spannend wird. Zum Beispiel zum Active Domain Controller, weil dann hat er vollen Zugriff. Dann kann er sich selber seinen eigenen Admins-Account generieren, ohne dass das vielleicht jemanden auffällt. Und dann ist er richtig fett in der Infrastruktur drinnen. Oder er will zu File-Servern, um Dateien abzugreifen. Oder zum SQL-Server oder zum ERP-System. Es gibt eine Fülle an, sage ich mal, versteckten Schätzen in den Unternehmen. Und genau da benötigt der Angreifer aber viel interne Aufklärungsarbeit. Und diese Aufklärungsarbeit passiert nicht von heute auf morgen, sondern das dauert manchmal Wochen, manchmal sogar Monate, bis der Angreifer all das, was er finden möchte, auch tatsächlich entdeckt hat. Und er hat ja alle Zeit der Welt, weil er ist im Normalfall bis hierher noch nicht entdeckt worden. Und das sehen wir auch in vielen Untersuchungen, dass und auch in der Medienberichterstattung hört man sie auch immer wieder, wenn Unternehmen berichten darüber, dass sie angegriffen worden sind und wenn dann das aufgearbeitet wird, die Ursachenforschung betrieben wurde, stellt sich meistens heraus, dass der eigentliche Zutritt des Angreifers eben schon Monate zurückliegt. Und ein weiterer Aspekt kommt hier auch noch zum Tragen, dass nämlich der ganz oben hier den Fuß in die Tür bekommen hat, sozusagen der Schlossknacker, nicht unbedingt der ist, der hier ganz unten dann das eigentliche Schadwerk dann ausführt. Das ist oftmals ein arbeitsteiliges System, wo unterschiedliche Akteure quasi wie einen Staffelstab weitergeben und
oftmals die einen vom anderen auch gar nichts wissen. Also das heißt, das sind ja teilweise mafiöse Strukturen, so dass der eine den anderen auch gar nicht verpetzen kann, wenn man einen schnappt. Also das ist schon alles sehr, sehr ausgeklügelt, hochprofessionell hochgezogen und solche Angreifer sich dagegen mit den bisher einfachen Mitteln, die man oft in seinen Infrastrukturen hat, wird man nicht sehr weit kommen und die nicht wirklich auf Distanz halten können. Aber schlussendlich hat dann der Angreifer irgendwann eben sein Angriffsziel erreicht. Er hat eben vielleicht genau diesen speziellen SQL-Server gefunden, wo die wichtigsten Daten des Unternehmens liegen. Ja, und da ist ein leichtes, das Unternehmen dann zu erpressen, zu sagen, so, entweder verschlüsseln wir die Daten oder du zahlst Lösegeld oder wir veröffentlichen die Daten. Auch das kann ja sein. Also gerade dann in dem Bereich, wo es vielleicht um sensible Daten geht. Da ist die Gefahr oder das Problem, wenn die veröffentlicht werden würden, natürlich noch viel dramatischer. Der Reputationsverlust, den man da hätte, wäre natürlich exorbitant. Oder im Bereich der kritischen Infrastruktur, wenn dann plötzlich hier hinten raus irgendwelche Systeme durch den Angreifer quasi ein- und ausgeschaltet werden können und der mit einem Knopfdruck quasi die ganze Stadtwerke-Infrastruktur ausschalten könnte, das wäre natürlich der Super-GAU. Aber genau an der Stelle ist oft dann der Angreifer, wenn er so weit kommen konnte, wenn man das zugelassen hat und es nicht entdeckt hat, dass er wirklich dann oftmals dann leichtes Spiel hat und vollen Zugriff auf das System. Und wir haben jetzt nun hier auch ein Erkennungsfenster hier herumgezeichnet und in dem haben wir eine realistische Chance, den Angreifer auch tatsächlich zu entdecken. Ganz am Anfang beim Auskundschaften nicht, also das werden wir nicht verhindern können, wenn jemand neugierig ist und ganz am Schluss, wenn er es erreicht hat, auch nicht. Etwas, was uns heuer, jetzt mit 1. Mai natürlich hier treffen wird, ist die Umsetzung vom IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Und da gibt es halt schon seit fast 2 Jahren diesen genauen Gesetzestext, der hier beschreibt, was zu tun ist, dass man für Systeme zur Angriffserkennung implementieren muss. Das ist quasi die große Erweiterung gewesen von Version 1 zur jetzigen Version 2 hin. Dass man eben nicht nur seinen Perimeterschutz und seinen Endgeräteschutz implementiert hat im Unternehmen, sondern eben auch in diese Erkennung hineingehen muss. Das, was ich vorher gezeigt habe, dieses Fenster, das wir haben, in dem wir uns bewegen können, wo wir einen Angreifer realistischerweise entdecken können, da brauchen wir etwas, das uns hilft, genau das zu tun. Und genau das hat sich der Gesetzgeber hier gedacht. Es war das natürlich ein bisschen ein Problem mit der Beschreibung, wie es hier verlautbart wurde. Wir haben das selber auch in vielen Gesprächen mit Kunden immer wieder erläutert. Es ist nicht genau gestanden, was das bedeutet, Angriffserkennung. Und da gab es viele, die haben sich dann um sehr viel Geld SIEM-Systeme ins Haus geholt. Und da wissen wir aber, dass SIEM-Systeme ganz gut sind in der Erkennung. Also ich kann diese Dinge erkennen, keine Frage. Das Problem ist eher nur, es dauert lang, bis ich sie implementiert habe. Ja, und was mache ich dann, wenn was passiert ist? Und so hat dann voriges Jahr das BSI die Orientierungshilfe dazu herausgegeben, hat das Ganze noch ein wenig genauer spezifiziert und damit war es allen ab dem Zeitpunkt sonnenklar, was mit Systemen zur Angriffserkennung genau gemeint ist. Es ist die Protokollierung, die Detektion und die Reaktion. Alle diese drei Elemente benötige ich, damit ich auch wirklich eine vernünftige Cyberabwehr aufbauen kann. Und Protokollierung, ja, alle protokollieren schon mehr oder weniger Daten. Logs gibt es ja oftmals zur Genüge. Die Frage ist immer, wie kann ich aus diesen vielen Protokolldaten dann die Detektion herausbauen? Das ist so wie der große Heuhaufen und da drinnen muss ich jetzt die Stecknadel finden. Das ist die große Herausforderung und das ist das, was für viele im ersten Schritt sehr komplex ist, so etwas aufzubauen. Aber noch viel komplexer ist es, eine passende Reaktion darauf umzusetzen, nämlich wenn der Angriff passiert ist und ich weiß es schon, dass hier in meiner Infrastruktur etwas eigenartig aussieht, was tue ich dann? Wie gehe ich dann genau vor? Und hier hat sich da der Gesetzgeber hier Gedanken gemacht und gesagt, ja, das kannst du technisch oder organisatorisch umsetzen. Aber du musst etwas tun, du hast etwas zu machen. Und da stellt sich für viele Unternehmen und Stadtwerke und Betreiber von kritischen Infrastrukturen oft die Herausforderung, ja super, technisch, ja, ich brauche halt irgendwie ein Stück Software oder Hardware, das mir da hilft, das aufzubereiten, organisatorisch. Wow, da wird es noch komplizierter, weil ich brauche auch Personal dafür, die das tun können, das am besten rund um die Uhr und dann auch natürlich mit dem ganzen Wissen, darum, wie das alles sozusagen richtig einzuordnen ist. Also viele, viele Punkte,
die viel Kopfzerbrechen bereitet haben. Jetzt die konkrete Frage, wie kann man sich jetzt tatsächlich ganz konkret dagegen schützen und das Ganze natürlich auch rechtssicher implementieren? Das ist ja auch das Entscheidende dabei. Das Ganze muss ja auch den entsprechenden Compliance-Regeln und den Audits ja natürlich auch standhalten. Wie immer gilt zuerst, und das sind die, sage ich mal, typischen Hausaufgaben, die sowieso jeder mal grundsätzlich tun sollte. Wir müssen identifizieren, welche Assets habe ich im Unternehmen, in meiner Infrastruktur, sowohl auf der IT-Seite als auch auf der OT-Seite. Das heißt, ich muss einmal wissen, was könnte für meinen Betrieb tatsächlich problematisch sein, wenn das einfach ausgeknipst wird und wenn es nicht mehr funktioniert. Supply Chain Hardening, ein anderes wichtiges Thema, ich habe es vorher schon angesprochen, eben dieses Wechselspiel aus Safety und Security. Wir müssen auf der einen Seite Systeme implementieren, die Leben schützen können, dass eben zum Beispiel ein Druckkessel nicht explodieren kann. Gleichzeitig muss es aber auch von der IT-Security her abgesichert sein, weil ich nur lauter Fail-Safe-Mechanismen einbaue, würde ich Angreifern ja wieder Möglichkeiten geben, das vielleicht zu seinen Gunsten auszunutzen. Also das heißt, da haben wir schon ein bisschen eine Problematik drinnen. Und da muss man sehr genau drauf schauen, wie kann ich diesen Spagat hier zwischen Safety und Security vernünftigerweise umsetzen. Die grundsätzlichen Schwachstellen sind natürlich zu entdecken und zu eliminieren. Wie vorher schon erwähnt, mit meinem Beispiel zum VPN-Gateway, das passiert leider tagtäglich immer wieder, dass Lücken entdeckt werden, Hersteller geben die Patches bekannt und stellen sie bereit, aber kaum jemand hat die Chance, schnell darauf zu reagieren und die Löcher zu stopfen. Wir wissen es alle, was zu tun ist, aber in der Realität hinkt man immer mit den Patchen hinten nach und es ist jedem bewusst, dass man halt hier Lücken hat und mit gewissen Lücken wahrscheinlich auch leben muss. Und das ist das Restrisiko, das wir halt einfach irgendwo mal niederschreiben müssen und sagen müssen, okay, so ist es, wir haben es hier dokumentiert. Natürlich hier an der Stelle wichtig, dass OT-Netzwerksegmentierung auch anzusprechen, weil wenn ich im IT-Umfeld, eben zum Beispiel für ein VPN-Gateway, gewisse Dinge nicht sofort patchen kann, weil ich nicht die Zeit habe oder weil ich die Windows-Patches auch nicht schnell genug ausrollen kann, dann muss ich sozusagen in mehreren Schichten bis hin zu meiner OT-Umgebung weitere Sicherheitsmaßnahmen implementieren, Segmentierungen vornehmen, so dass einem Angreifer schwer gemacht wird, durch alle die Schichten sofort eins zu eins durchzufliegen, sondern jedes für sich als große Hürde darstellt. Und damit kann man einen Angriff schon sehr wirkungsvoll abschwächen, abbremsen und den Angreifer hoffentlich schon in einem Bereich entdecken, wo er noch keinen großen Schaden anrichten kann, bevor er wirklich bis zu den Kronjuwelen dann vordringen kann. Und zu guter Letzt natürlich, was dann nachhaltig dann auch das Thema IT-Sicherheitsgesetz 2.0 betrifft und wo wir dann sagen, Daumen ab, also damit haben wir die Anforderungen erfüllt, ist in dem Fall zum Beispiel ein Managed SOC mit Incident Response. Und wir nennen das Ganze MDR-Service. Das machen wir nun schon seit einigen Jahren. Wir nennen das Countercept bei uns, ein gemanagter Detection- und Response-Service, der alle diese Anforderungen hinsichtlich Protokollierung, Reaktion, Erkennung, Detektion und Reaktion natürlich sauber abbilden kann. Und das Ganze bei einem geringen Personalaufwand auf Kundenseite und so, dass ich meine eigenen hausinternen Ressourcen damit quasi schütze und nicht zusätzliches Personal einstellen muss oder die rund um die Uhr Bereitschaft machen muss. Und so sehen wir das auch. Wir sehen das als Partnerschaft. Das ist nicht nur ein Stück Software oder Hardware, das man hier implementiert, sondern wir sehen unsere Kunden als Partner und sehen uns hier auch als die verlängerte Werkbank der IT-Abteilung. Nämlich genau dort, wo 24/7 nicht rund um die Uhr beim Kunden jemand selber drauf schauen kann, kümmern wir uns darum und überwachen die Systeme unserer Kunden. Wir setzen hier auf bewährte Methodik. Ich habe es eingangs erwähnt, uns gibt es ja schon seit über 30 Jahren am Markt und wir wissen ganz genau, welche Gefahrenlagen gibt es da draußen? Welche Probleme lauern da? Und vor allem, wie dynamisch entwickelt sich dieses ganze Geschehen weiter? Und das ist ja, glaube ich, ganz entscheidend. Wir machen nichts anderes den ganzen lieben Tag, außer uns um Security zu kümmern. Also das heißt, das ist unsere absolute Kernkompetenz. In den Betrieben selber ist es oftmals nicht die Kernkompetenz, Security zu machen, sondern die Kernkompetenz liegt ganz woanders, liegt dort nämlich, was man zum Beispiel eben für seine Kunden oder für die Bürger hier tagtäglich zur Verfügung stellen muss an Services. Wir kümmern uns hier an unserer Seite natürlich hier nur um Security und
da wissen wir auch, wie man richtig reagiert, wenn ein Angriff passiert. Weil Dinge zu erkennen ist das eine, das ist schon tricky genug, aber darauf auch so zu reagieren, dass da nicht ein weiterer Kollateralschaden eintritt, das ist dann schon wichtig, weil es geht im Schlussendlich ja auch immer jedem Kunden auch um das Thema Business Continuity. Das heißt, auch während eines Angriffes sollte der Laden ja weiterlaufen. Und es macht keinen Sinn, dass man sagt, naja, dann schalten wir einfach einmal die ganze Infrastruktur ab, wenn wir einen Angreifer haben und brauchen dann eine Woche, zwei Wochen, bis wir wieder alles hochfahren. Das ist auch das, was wir tagtäglich in den Medien lesen, wie man mit Angriffen umgeht. Ist aber am Ende des Tages wahrscheinlich nicht ein schlauer Weg, weil man kann ja seine eigenen Kompetenzen und seine Dienste, die man seinen Bürgern anbietet, ja nicht mehr erfüllen damit dann. Also deswegen unser Ansatz, auch während eines Angriffes müssen die Systeme des Kunden weiterlaufen können. Dafür setzen wir uns ein, dafür schauen wir, dass wir alles dafür tun, dass der Kunde möglichst schnell aus der Gefahrenzone quasi herauskommt und weitestgehend seine Systeme auch aufrecht weiterlaufen können. Wir tun das durch Sichtbarkeit machen, denn nur wenn ich weiß, was in den Winkeln des Unternehmens passiert, kann ich auch daraus dann meine Schlussfolgerungen ziehen. Das heißt, wenn ich jeden Stein umdrehe und darunter schaue, kann ich auch genau einschätzen, ist das jetzt gefährlich, was sich dahinter versteckt oder nicht. Und genau das ist unsere Spezialität. Die Dinge, die wir hier sehen, auch sofort zu bewerten. Und da hilft uns nicht nur der Algorithmus, diese vielen Datenmengen hier auch zu verarbeiten. Klar, wir arbeiten hier auch mit künstlicher Intelligenz, ist also modern jetzt in der letzten Zeit. Aber wir verlassen uns nicht darauf, weil wir genau wissen, dass die künstliche Intelligenz nicht alle Probleme lösen kann. Am Ende des Tages ist es bei uns ein Mensch. Also die Kombination aus Mensch und Maschine bringt uns die besten Ergebnisse. Auch hinsichtlich der sogenannten False Positives, also gerade Falschmeldungen, die man möglicherweise aufsetzen würde, wenn man sich nur auf die Logik quasi der künstlichen Intelligenz verlassen würde, würden viele Angriffe wahrscheinlich falsch interpretiert werden und der Kunde mit unzähligen Alarmen bombardiert werden, die alle komplett irrelevant sind. Und dann hätte ich erst recht wieder nichts gewonnen, wenn ich mit so viel Arbeit eingedeckt werde und 99% aller Meldungen, die eingehen, sind Falschalarme. Das macht keine Laune, das macht keinen Spaß. Und das ist das, was wir auch bei vielen Unternehmen sehen, die sich da vielleicht auch schon vor Jahren CIEM-Systeme angeschafft haben, dass die natürlich permanent optimiert werden müssen, damit die gut funktioniert. Und das ist das, was aber oft nicht so ganz gut funktioniert, dass die pausenlos optimiert werden und dass dann dort die Qual der False Positives dann irgendwann überhand nimmt, dass man sagt, ich kriege schon wieder so viele Sachen, so viele Meldungen, ich schaue schon gar nicht mehr so genau hin. Und genau das ist das Fatale dabei, weil genau in den vielen, die man nicht mehr genau betrachtet, könnte vielleicht was drinstecken, was dann doch relevant ist. Bei uns hat alles Relevanz, weil bei uns immer auch ein Threat Hunter drüber schaut. Und dann natürlich der Reaktion unter menschlicher Kontrolle setzen wir noch eins obendrauf, dass wir dann ja auch sagen, wir verifizieren es nicht nur mit unseren Threat Huntern, sondern wir reagieren auch sofort darauf. Das heißt, wenn wir Dinge sehen, können wir auch sofort hineingrätschen. Da muss nicht erst dem Kunden mitgeteilt werden, lieber Kunde, jetzt kümmere dich halt selber darum, wir haben da was entdeckt, aber beheben musst du selber. Nein, wir wissen ja, wo die Problematik liegt. Wir verstehen die Probleme ja sehr gut. Wir kennen die Auswirkungen der Angreifer, was sie bezwecken wollen oder was der nächste Schritt sein könnte, sehr gut. Und genau mit dem Wissen gehen wir auch an die Abwehrarbeit dann und können dann von der Ferne auch hineingrätschen und können dann dem Kunden diese vielen Schritte, die hier vielleicht notwendig sind, auch durchaus komplexe Schritte, abnehmen. Natürlich immer in direkter Abstimmung mit dem Kunden. Also gibt entsprechende Inzidenz, die genau beschrieben sind, Tickets dazu, Informationen, Berichte, die belegen, was wir tun, wo wir uns exakt austauschen. Und das Ganze als vollständig integrierte Lösung, diese Endgeräte-Sensorik, von der wir die Daten bekommen, wie auch das Backend-System, in dem wir das auswerten, als auch das Personal, das wir dafür einsetzen. Das ist alles with Secure. Und das ist das Schöne dabei,
Wenn wir und weil wir das alles unter einer Hand sozusagen haben, können wir unseren Kunden auch einen 15-Minuten SLA garantieren. Ja, 15 Minuten Reaktionszeit, wenn wir einen Angriff entdecken. Und da sind wir, glaube ich, weltweit wirklich einzigartig in der Geschwindigkeit, liegt eben aber genau an diesem Thema, dass wir all diese Systeme perfekt aufeinander abgestimmt haben, hier die volle Kontrolle haben mit unserem eigenen Personal und hier perfekte Erkennung machen können, aber auch eben sofort darauf reagieren können. Hier nun im Überblick, was wir mit Countercept eben besser machen können und grundlegend anders machen können als andere Erkennungssysteme, wie zum Beispiel ein SIEM. Bei uns dauert die Implementierungszeit hier ganz oben, Time to Value, nur wenige Tage. Innerhalb weniger Tage ist man mit unserem Service up and running. Und das war's. Gerade jetzt zum Beispiel im Hinblick auf den Stichtag, 1. Mai, ganz leicht umzusetzen. Also hier gibt es überhaupt keinen Grund, Panik zu haben, dass das Ganze ja schon in 2 Monaten passiert. Wir sind in kürzester Zeit up and running und haben hier unsere Kunden schnell geschützt, weil das Einzige, was der Kunde hier benötigt, ist, dass dieser Endgerätesensor ausgerollt wird. Der ist schlank, der ist klein, den kann ich mit gängigen Softwareverteilmechanismen innerhalb von Stunden ausrollen und dann bin ich fertig und das war's. Und dann bekommen wir schon alle Daten. Und wir arbeiten sofort mit den Telemetriedaten, die wir bekommen und können sofort unsere Erkenntnisse daraus gewinnen. Wir müssen nicht umfangreiche Playbooks erst gemeinsam mit dem Kunden entwickeln. Es gibt keine riesigen Workshops, die man da erst einmal abbilden muss oder umfangreiche Dokumentation erst studieren muss. Nein, wir können hier relativ rasch in das Geschehen einsteigen und für eine sehr schnelle Umsetzung hier auch parat stehen. Und daran anschließend natürlich viele, viele weitere Vorteile, hauptsächlich dahingehend, dass wir eben eine derart gute Erkennungsrate haben, ganz einfach, weil wir eben diese Kombination aus Mensch und Maschine so perfektioniert haben, dass wir hier den Kunden nur dann einbinden, wenn es auch wirklich relevant ist. Und ansonsten sind wir still und leise und gehen hier niemanden auf die Nerven und lassen den Kunden sozusagen seine eigene Kernkompetenz daran arbeiten und wollen uns gar nicht da zu sehr breit machen mit sinnlosen Alarmen, sondern das ist unser Aufgabengebiet. Und was auch ganz wichtig ist, ganz unten das Responder-Profil. Sie kennen das bestimmt auch von vielen anderen Herstellern, mit denen Sie bestimmt tagtäglich auch zusammenarbeiten. Wenn Sie ein Problem haben, melden Sie sich an den Helpdesk des Herstellers. Und dann landet man meistens bei irgendeinem Junior First Level Agent. Und das ist oft hier auch da das Problem, dass man hier nur bei einem Analyst landet. Einer, der einem nur sagt, ja, ja, also das ist ein Angriff, das haben wir gesehen. Hier bei uns, unsere Responder sind Threat Hunter. Das heißt, ab der ersten Sekunde hat man bei uns mit erfahrenen Abwehrspezialisten zu tun und wir gehen sogar noch darüber hinaus, dass wir sagen, bei uns kann nur jemand Threat Hunter werden und Abwehrspezialist sein, der vorher schon auf der Offensivseite gearbeitet hat. Das heißt sozusagen als Ethical Hacker, so wie Rainer eingangs erwähnt hat, gearbeitet hat. Das heißt, er musste schon Red Team Exercises mitmachen, der musste Penetration Tests mitmachen. Das heißt, nur jemand, der weiß, wie er in Systeme eindringen kann und Systeme aushebeln kann, der weiß natürlich auch ganz natürlich heraus, wie er das abwehren kann. Und da müssen die mehrjährige Erfahrung mitbringen und somit können unsere Threat Hunter, ohne dass sie erst mühsam Checklisten abarbeiten müssen, sofort ganz natürlich an die Abwehr bei unseren Kunden gehen. Und das ist einer der Gründe, warum wir so schnell sind, dass wir in 15 Minuten unseren SLA garantieren können bei kritischen Inzidenz, weil eben diese Dinge perfekt aufeinander abgestimmt sind und damit diese Schnelligkeit auch tatsächlich am Ende des Tages garantiert werden kann. Hier nun im Überblick sehen wir hinter mir, wie das Ganze, diese Service-Architektur sich aufbaut. Auf der rechten Seite direkt hinter mir haben wir hier den Agent, der Agent, der Daten permanent zu uns schickt. Es ist quasi ein normaler EDR-Agent, den kann man auch komplett standalone bei uns auch erwerben als EDR-Agent, um dann seine aufgezeichneten Telemetriedaten dann im Portal zu sehen und selber seine Auswertungen zu machen. Das ist dann oben hier die With Secure XDR-Bereitstellung. Da laufen all diese Daten zusammen. Das wäre quasi sozusagen unser EDR-Teil, wenn man das nur als Software bei uns erwirbt.
Und jetzt da drüben kommt dann, also da drüben, so muss ich sagen, da drüben, da kommt jetzt auf der linken Seite kommt dann der Teil, der gemanagte Teil dazu. Nämlich, dass all diese Informationen, die auflaufen durch unser Countercept-Service, das hier oben drinnen steht, durch die unterschiedlichen Teams betreut werden und betrieben werden, die sich rund um die Uhr darum kümmern, dass der Kunde sauber überwacht ist, sauber gemonitort ist und dann auch die passenden, sage ich mal, Handlungsfolgen daraus abgeleitet werden, damit, wenn was passiert, wir schnell darauf reagieren können. Dass, wenn Gefahr im Verzug ist, wir nicht unnotwendigerweise warten auf irgendjemanden, sondern sofort ins Geschehen hineingrätschen können. Und umso schneller man hier agiert, umso schneller kommen wir aus der Gefahrenzone heraus. Und genau das sieht man auch hier bei uns, diesen Wert dieses First Responses. Also das heißt, man kennt das vielleicht, wenn man mit einem MSSP zusammenarbeitet, der eben zum Beispiel sein SIEM betreibt für einen als Dienstleister, dann kann Ihnen der helfen, Dinge aufzuzeigen und sagt dann aber auch nur, ja, da hast du jetzt einen Angriff, kümmere dich jetzt selber drum. Und dann muss der Kunde selber dann schauen, wo kriege ich jetzt Incident Responder, hier mit IR abgekürzt her. Und da wissen wir, das ist oftmals die große Herausforderung, diese Incident Responder schnell zu bekommen und auch so zu bekommen, dass ich mir sie mir auch leisten kann. Und das ist oft das Dilemma dabei. Wenn ich sie dringend brauche, muss ich ja jeden Fantasiestundensatz dafür dann bezahlen. Da kann es richtig, richtig teuer werden natürlich. Und da vergeht oftmals wertvolle Zeit. Das dauert manchmal viele, viele Tage, bis da wirklich dann von extern jemand kommt, der hier übernehmen kann. Und diese Zeit habe ich dann verloren. Da habe ich dem Angreifer einen Vorsprung eingeräumt, den ich nur sehr, sehr schwer mit unglaublich viel Aufwand hinten raus dann aufholen kann. Gleiche gilt auch für EDR, wenn ich mich entscheide und sage, ich hätte gerne EDR selber betrieben, ja, dann aber bitte unbedingt eben auch Incident Responder gleich mit berücksichtigen, weil man wird sich um diese ganzen Angriffe nicht selber kümmern können. Da ist oft das Dilemma dabei, dass man dann nicht rund um die Uhr 24x7 um das Thema Incidents, der Incidents kümmern kann und auch nicht wahrscheinlich dieses tiefe Wissen hat, was ich brauche, weil ja das Geschehen sich doch sehr dynamisch und schnell da draußen verändert. Ganz anders eben bei uns mit unserem Countercept und dem First Responder, eben, dass wir Dinge nicht nur eben erkennen, sondern auch sofort darauf reagieren in 15 Minuten. Damit können wir sehr viele der Probleme und Incidents, die auftauchen, sehr früh schon eliminieren und eindämmen und damit den Kunden sehr rasch aus der Gefahrenzone heraushalten. Wenn es doch passiert einmal, dass es einen sogenannten Nation-State-Actor-Angriff gibt, also das heißt Angriff eines fremden Geheimdienstes oder seiner Vorfeldorganisationen, dann braucht man natürlich da auch spezielle Abwehrkräfte. Und die haben wir mit unseren hauseigenen Incident-Respondern. Die sind für jeden unserer Countercept-Kunden fix mit eingeplant. Die können nahtlos in der Sekunde, wenn der First-Responder sagt, oh, jetzt habe ich so ein paar Kriterien, die treffen jetzt zu, jetzt kann ich nicht mehr weiter, jetzt brauche ich die erfahrenen Kollegen an meiner Seite, dann holen die den in der Sekunde dazu. Das heißt, die stehen parat. Für jeden unserer Countercept-Kunden sind die fix eingeplant. Mit einer bestimmten Anzahl an Personentagen pro Jahr stehen die bereit und können dann auch innerhalb eines Tages vor Ort beim Kunden sein. Auch das ist ein riesen, riesen Vorteil. Denken wir da einfach nur dran an die Ursachenforschung und Ursachenanalyse, weil was wir im ersten Schritt dann nur tun können, ist Symptome bekämpfen, den Angreifer möglichst schnell aus dem System drängen, damit wir zum Alltagsbetrieb zurückgehen können. Aber wichtig ist natürlich parallel dazu auch herauszufinden, und da sprechen wir dann von Forensik, herauszufinden, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Was ist da im Vorfeld passiert, dass ein Angreifer offensichtlich so leichtes Spiel hatte, so weit hier vordringen zu können? Und genau das machen unsere Incident Responder. Genau hier setzen wir mit unseren Forensikern an, die dem Kunden dann auch aufzeigen, was ist passiert, liefern auch die Reports ab. So, dass man dann zu seinem eigenen Hersteller seiner Produkte gehen kann, so wie mein Beispiel vorher von VPN-Gateway oder von Windows-Updates, die man vielleicht nicht eingespielt hat, dass man sagt, das sind jetzt unsere Erkenntnisse, lieber Hersteller,
XY, schau dir das an, unser Berater with Secure hat das hier entsprechend ausgearbeitet. Da gibt es wohl ein Riesenproblem in deiner Software oder Hardware. Bitte löse das. Ich will nicht, dass in einer Woche das gleiche Problem noch einmal auftritt. Und genau dafür setzen wir uns ein, dass wir nicht nur eben die Probleme sofort bekämpfen und Symptome bekämpfen, sondern eben auch versuchen, dem Kunden nachhaltige Antworten zu geben, um ihn auch auf Dauer hin absichern zu können. Etwas, was wir auch seit geraumer Zeit natürlich machen, ist, klarerweise als europäisches Unternehmen sind wir voll DSGVO-konform. Klar, die Daten sind in der EU gespeichert bei uns. Somit können alle unsere Kunden sicher sein, dass wir DSGVO voll unterstützen. Jetzt hat sich aber schon seit einiger Zeit herauskristallisiert, dass viele Kunden sagen, naja, DSGVO ist ja quasi nur der Mindeststandard. Also da erwarten wir von dir als Betreiber und Hersteller ja, dass du zumindest die Mindeststandards einführst. Wir haben viel höhere Standards. Und genau das haben wir uns zur Aufgabe gemacht und haben seit vorigem Jahr implementiert unseren sogenannten Europe-Only-Service. Und das heißt, dass wir nicht nur das, was hier rot quasi hier eingeringelt ist, das ist quasi das, was DSGVO-Konformität sozusagen erzielt, nämlich dass die Daten in der EU sind. Nein, wir haben darum auch noch alle weiteren Teams, die Zugriff auf diese Daten, auf die Kundendaten haben können, auch so eingegrenzt mit Berechtigungskonzepten, dass wir garantieren können unseren Kunden, alle, die auf die Kundendaten zugreifen, die den Europe-Only-Service gebucht haben, sitzen auch innerhalb Europas und können hier nicht von außerhalb Europas auf die Daten zugreifen. Wir arbeiten ja grundsätzlich nach dem sogenannten Follow-the-Sun-Prinzip, das heißt, unser 24x7-Rädchen ist zum Beispiel auch durch Kollegen aus Singapur oder aus den USA abgedeckt, sodass wir halt wirklich rund um die Uhr, rund um die Welt, über alle Zeitzonen eine saubere Abdeckung haben. Aber speziell dafür können wir garantieren, dass das alles aus Europa heraus umgesetzt wird, um eben höhere Anforderungen unserer Kunden auch entsprechen zu können, wenn man das muss oder auch nur möchte. Bis jetzt habe ich eigentlich immer nur vom Notfall gesprochen, also wenn schon ein Notfall eingetreten ist. Was wir aber auch tun wollen, und wir nennen das hier Peacetime Value, ist, dass wir auch das ganze Jahr über für unsere Kunden als vertrauensvoller Sicherheitsberater zur Seite stehen wollen. Das heißt, dass die Kunden sich mit all ihren alltäglichen Sicherheitsfragen an uns wenden können und wir machen für sie die entsprechende richtige Einordnung. Etwas, was zum Beispiel immer wieder passiert, ist, dass Kunden eine Benachrichtigung bekommen, der Admin bekommt eine Benachrichtigung, dass irgendwo ein Mitarbeiter auf einen Phishing-Link geklickt hat, dummerweise. Aber alles gut gegangen, die EPP-Lösung hat gezeigt, es ist alles sauber bereinigt worden. Eigentlich denkt man sich wunderbar, mein Antivirus hat ja seine Arbeit geleistet. Viele Kunden, das sehen wir aber eben tagtäglich, sind sich dann doch nicht mehr ganz so sicher. Die kommen dann zu uns und sagen, bitte schaut doch mal auf den Host dort nach. Ist vielleicht nicht doch etwas übergeblieben. Und das ist tatsächlich so. Es bleiben manchmal wirklich Artefakte dann noch zurück auf den Endgeräten und man weiß nicht, ob die Artefakte nicht später vielleicht für spätere Angriffsszenarien noch weiterverwendet werden können. Und genau da setzen wir an, dass wir sagen, wir wollen mit unserem Peacetime Value auch das Jahr über für knifflige Fragen zu Sicherheitsthemen unsere Kunden unterstützen und ihnen helfen, ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen, ohne sich selber hinsetzen zu müssen und stundenlang Dinge recherchieren zu müssen, ist es oftmals für uns eine Frage von nur wenigen Minuten, um hier Klarheit zu verschaffen und Dinge richtig zu benennen. Kann manchmal auch dazu führen, dass wir sagen, gut, dann machen wir ein Incident daraus, wir gehen stärker in die Forschung hinein, kann aber auch sein, alles in Ordnung, alles kein Problem, lieber Kunde, du kannst ganz normal weiterarbeiten. Also das heißt, wir sind nicht nur im Notfall da, sondern auch das ganze Jahr über der Sparring-Partner für unsere Kunden. Jetzt, wenn wir nochmal zum Thema OT zurückgehen, haben wir auch bei uns eigene Spezialisten, die sich ganz tief in das OT-Thema auch schon hineingearbeitet haben und auch seit vielen Jahren hier auch schon arbeiten, um diverseste, sage ich einmal, Audits auch auf Kundenseite durchzuführen, Abnahmen durchzuführen von Systemen und Anlagen. Erst kürzlich habe ich von einem Kollegen mit ihm geplaudert, hat er mir erzählt, der hat ein Kreuzfahrtschiff mit, ich weiß nicht wie vielen tausenden Personen, die dort Platz haben, abgenommen
wie man sich vorstellen kann, sind dort Kilometer über Kilometer Bussysteme hinterlegt. Für zum einen natürlich die Bordelektronik, um das Schiff zu steuern, aber zum anderen natürlich auch, um die ganzen Entertainment-Systeme für die Kreuzfahrt-Teilnehmer natürlich auch zu unterstützen. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und da sind wir auch regelmäßig eingeladen, hier diese großen Kreuzfahrtschiffe auch die Übernahme zu begleiten und dafür zu sorgen, dass die Systeme auch sicher designt sind und auch implementiert sind. Aber auch zu schon bestehenden Anlagen kommen wir immer gerne. Also wir sind auch immer wieder eingeladen, zu Kunden in deren Werkshallen zum Beispiel zu kommen, um dort deren Systeme auch zu überprüfen, wie sie hinsichtlich OT-Netzwerken abgesichert sind. Und ich glaube, da kann man noch sehr, sehr viel tun, diese Systeme auf diesen untersten Ebenen abzudichten, sage ich jetzt einmal. Und da sind wir auch schon wieder jetzt bei unserem Purchase-Modell. Wenn wir jetzt das Purchase-Modell und unser Portfolio und unsere Lösungen, die wir haben, da übereinander legen, können wir hier sehr viele Dinge hier umsetzen und Unternehmen, die Betreiber von kritischen Infrastrukturen helfen, eben zum einen, dass wir mit unseren OT-Spezialisten schon ganz grundsätzlich Probleme aufdecken und zeigen und zum anderen natürlich mit unseren Detection- und Response-Systemen, wenn es einen Angriff gibt, den erkennen und darauf auch reagieren. Und zu guter Letzt noch kurz ein Blick auf unser erweitertes Portfolio, was wir haben. Wir haben uns heute hier nur auf der rechten Seite mit Erkennung und Reaktion auseinandergesetzt, ganz oben mit Countercept, darunter dann mit unseren Elements Endpoint Detection und Response, das heißt die reine Softwarelösung, wo man ja dann die Dinge auch selber betreiben muss und sich selber darum kümmern muss und im Countercept der voll gemanagte Ansatz, wo alles dabei ist. Und somit, glaube ich, haben wir für jeden Kunden etwas dabei, die sagen, ich will mich zurücklehnen und will das Full-Service-Paket haben oder die sagen, ich hätte nur gerne die Technologie dazu, ich kümmere mich einmal im ersten Schritt selber um die ganzen Themen, können wir alles hier anbieten. Und auf der anderen Seite zur Vorhersage und Vorbeugung natürlich unser klassisches Portfolio, für das wir ja schon seit über 30 Jahren bekannt sind, der Antivirus oder Vulnerability Management als Schwachstellenlösung, aber auch in Richtung Cloud Protection Services, wo wir auch einiges anzubieten haben. Also wenn Sie da Fragen dazu haben, gerne auf uns zurückkommen, können wir Sie gerne beraten, was alles diese Aktivitäten, Services und Produkte hier zu bedeuten haben und wie man die gegebenenfalls einsetzen kann. Hier noch die Links zu den eingangs erwähnten Beispielen, die ich genannt habe. Wenn Sie Interesse haben, können Sie doch noch ein wenig nachlesen und nachspökern, was da damals genau dahinter steckte, hinter diesen Angriffen auf diese kritischen Infrastrukturen. Und nun darf ich mich schon für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und gleichzeitig auch fragen, ob es mittlerweile auch schon Themen gibt, die unsere Zuseher besonders interessieren und ob es hier Fragen aus dem Auditorium gibt, die ich vielleicht hier jetzt an der Stelle gleich beantworten darf. Jürgen, vielen Dank für den sehr informativen Überblick oder die und auch Einblicke. Ja, es sind Fragen da. Ich gehe sie einfach mal der Reihe nach durch. Zum einen kam eine Frage rein, ist das Produkt, und ich lese einfach mal vor, der Angriffserkennung ausschließlich für lokale Netzwerke und Systeme ausgelegt oder können hier auch Cloud-Infrastrukturen wie Microsoft 365 überwacht werden? Wir können beides überwachen. Also wir haben hier auch die passenden Schnittstellen, dass wir nicht nur die lokalen Systeme, sondern auch die Cloud-Systeme unserer Kunden mit in die Überwachung mit einbeziehen können. Wir können darüber hinaus auch noch syslog-fähige Datenquellen auch noch mit einbeziehen. Das heißt, wir können hier wirklich einen bunten Strauß an unterschiedlichen Telemetriedaten einsammeln und daraus dann ein Gesamtbild für die Infrastruktur der Kunden sehen. Und genau das ist das Wichtige, eben diese Sichtbarkeitmachung. Nicht nur einzelne Aspekte zu sehen, sondern möglichst alles zu sehen, weil das hilft uns dann sehr treffsicher zu sein und die passenden Reaktionsmaßnahmen dann auch setzen zu können. Eine weitere Frage, die gerade reingekommen ist, können Netzwerkkomponenten über NetFlow angebunden werden? Nein, das machen wir nicht, ganz aus einem ganz einfachen Grund, weil oftmals
die Daten, die über die Netzwerkkomponenten fließen, ja schon verschlüsselt sind. Und man muss einfach sagen, Gott sei Dank sind sie alle schon verschlüsselt, damit eben auch die interne Kommunikation sicher ist. Wir greifen unsere Daten alle direkt am Endgerät ab. Da sind sie nämlich komplett unverschlüsselt. Das heißt, wir sehen hier, ein Prozess wird gestartet und der Prozess ruft eine Netzwerkaktivität auf. Dann haben wir in der Millisekunde schon die Erkenntnis, da versucht jemand sozusagen irgendwo schräg abzubiegen. Und genau da sehen wir schon sehr, sehr schnell innerhalb von Millisekunden, dass hier Netzwerkaktivitäten passieren, die da nicht hingehören. Und wenn wir das flächendeckend auf allen Endgeräte-Sensoren haben, dann brauche ich es nicht mehr von der Backend-Infrastruktur abgreifen, sondern sehe das genau dort. Und da sehe ich auch in meiner Broadcast-Domain natürlich viele Aktivitäten von Netzwerkgeräten, wo ich keinen Sensor drauf packen kann. Denkt man an einen Drucker zum Beispiel, da kann ich jetzt nichts drauf packen, keinen Sensor. Aber ich sehe natürlich, wenn aus dem Drucker verdächtige Aktivitäten passieren, die auf einem der anderen Endgeräte innerhalb der Broadcast-Domain aufschlagen, und das tun sie ja, dann sehe ich das sofort dort, unverschlüsselt. Brauche ich nichts herauskorrelieren, geht sehr schnell. Eine weitere Frage noch zum Thema OT, das ja für die Kritis-Umgebung extrem wichtig ist. Können OT-Geräte nur mittels LOC oder LOCs mit eingebunden werden, ohne einen Agenten auf den jeweiligen Geräten installieren zu müssen? Ja klar, weil auf vielen OT-Geräten kann man nichts installieren. Ist ja oftmals die Zulassung sonst verloren. Wir sehen das auch bei Kunden von uns, die im Gesundheitsbereich, im Krankenhaussektor tätig sind, kann ich auch auf medizinisch-technischen Geräten keinen Sensor implementieren. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit, zum einen das über LOCs natürlich zu machen, zum anderen aber natürlich über entsprechende, wie von vorher schon erwähnt, Sensoren, die ich innerhalb der Broadcast-Domains, auch innerhalb der OT-Netzwerk in der Netzwerksegmentierung dann hineinpacke, da bekomme ich sehr viel Hintergrundrauschen mit und das hilft uns dann sehr genau zu erkennen, ob in einem dieser OT-Netzwerksegmente etwas passiert, das dort nicht hingehört. Und somit können wir auch sehr schnell darauf reagieren und sagen, na, da müssen wir jetzt ein bisschen genauer nachschauen und müssen da auf die Suche gehen, wo in dem OT-System, wo wir eben keinen Sensor direkt draufpacken können, kommt das her. Und genau dafür stehen wir da, dass wir diese Dinge erkennen und aber mit unseren Spezialisten auch sofort darauf reagieren können. Jetzt kam gerade noch eine Frage rein, nur der Vollständigkeit halber, wegen Kosten des Lizenzmodells und sonstige Kosten. Da wird sich ein Vertriebsmitarbeiter von uns mit Ihnen direkt in Verbindung setzen, um diese Frage dann eben direkt mit Ihnen dann dementsprechend zu klären. Vorhin warst du mal ganz kurz mal weg, da gab es eine Unterbrechung, Jürgen. Und da hast du ja kein Problem, war nur ein paar Sekunden. Aber genau in dieser Sekunde oder genau in dieser Zeit hast du das Thema Reaktionszeit angesprochen und das ist ein bisschen untergegangen. Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz nochmal erläutern, was das war mit der Reaktionszeit, wenn was entdeckt worden ist? Genau. Die Reaktionszeit bei uns heißt in 15 Minuten bei kritischen Inzidenz. Das heißt, wenn unsere Systeme sagen, da ist jetzt ein kritischer Inzident eingetreten, dann haben wir maximal 15 Minuten, um darauf zu reagieren. Und das vertraglich zugesichert unseren Kunden. Und ich glaube, das ist schon ganz entscheidend. Da sind wir auch bei dem Thema von First Response. Nur wenn ich hier schnell darauf reagiere, kann ich weiteren Schaden abwenden. Und deswegen ist das mit den 15 Minuten eben so, so enorm wichtig, hier auch diese Garantien natürlich auszusprechen. Nicht nur sagen, Best Effort und wir können ja vielleicht oder so, sondern knallhart, wir schaffen das, weil wir eben diese Systeme perfekt aufeinander integriert haben. Und deswegen sind wir uns sicher, dass wir das auch wirklich umsetzen können. Kam gerade noch mal eine Frage rein. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, die geht noch. Was genau muss man sich darunter den Sensoren vorstellen? Ist das Hardware mit allen möglichen Netzwerkschnittstellen oder wie sieht das genau aus? Der Sensor ist im ersten Schritt ein Stück Software, das auf den Endgeräten wie PCs, Server, Client-PCs, Windows, Linux, Mac installiert wird. Und das liefert uns eben dann dieses ganze Hintergrundrauschen der Infrastruktur. Und darüber bekommen wir alles mit. Auch die Netzwerkdaten, also sowohl die Endgeräteinformationen auf den PCs und Servern, wie auch die Netzwerkaktivitäten, all das sehen wir dann über diese Sensoren. Jetzt kam noch eine Frage rein, die glaube ich ist auch noch wichtig. Du hast aber mal kurz angesprochen, kann ich meine Endpoint Protection, also wenn ich schon eine habe im Unternehmen, die meisten werden wahrscheinlich schon eine haben, kann ich die weiterverwenden oder muss ich auch
zu WebSecure wechseln? Nein, das ist das Gute. Wir geben unseren Kunden die Wahlmöglichkeit. Man kann das gerne als Dual-Vendor-Strategie weiter nutzen, seine bestehenden Antivirus mit unserem Service kombinieren. Man kann aber auch gerne natürlich unser System alles aus einer Hand genauso kaufen. Aber wir geben dem Kunden die Wahlmöglichkeit, wie er es gerne hätte. Ich glaube, das ist ein faires Angebot. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Es ist leider Gottes schon 11 Uhr. Damit kommen wir zum Ende des Webinars. Alle weiteren Fragen, die jetzt noch eingegangen sind, wie schon gesagt, die werden wir dann in der E-Mail oder mit der E-Mail dann auch beantworten. Ein Hinweis noch von unserer Seite, wenn Sie uns gerne auch mal persönlich kennenlernen wollen, überhaupt kein Problem. Auf unserer Eventseite finden Sie alle Events, auf denen wir persönlich auch mit unseren Partnern vertreten sind, und auch alle Veranstaltungen finden Sie dort und dort können Sie uns dann dementsprechend auch besuchen. Sie müssen sich jetzt nichts aufschreiben, keine Sorge, den Link zu unserer Eventseite bekommen Sie natürlich auch in der E-Mail. Dann sage ich schon mal von meiner Seite aus vielen Dank für die Zeit und die Aufmerksamkeit und die super tollen Fragen. Ich gebe und verabschiede mich schon mal, bleiben Sie sicher und übergebe nochmal das Wort an Jürgen und an den Rainer. Danke. Danke auch von meiner Seite für Ihre Aufmerksamkeit. Habe mich sehr gefreut, Sie heute mit ein paar Informationen versorgen zu dürfen. Und nun zu Rainer für deine Abschlussworte, bitte. Ja, also hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Jürgen, sehr informativ, und wir haben das ja letztes Jahr schon mal gemacht, als noch keine Pflicht war, und du hast die Folien noch spannender gemacht. Sehr großes Lob. Dankeschön. Und Wiedersehen, vielen Dank.